Jo, wir befinden uns hier in Laderaum 4. Das ist der Konzertraum von unserem Schiff. Und wir nutzen die Gelegenheit, dass wir hier Arbeiten durchführen können, die im normalen Veranstaltungsbetrieb eben nicht möglich wären. Wir sind hier ganz unten. Unter uns sind nur noch die Tanks. Und dann nutzen wir jetzt die Chance, hier die ganze Tankdecke zu entrosten. Wir nehmen hier die Farbe weg und den Dreck der letzten Jahrzehnte und den Rost, der sich so gesammelt hat, und arbeiten dabei mit einem Wasserdruckgerät. Sieht man hier unten, ist die Pistole, da haben wir dann 1600 Bar und dann nur Wasser, keine sonstigen Zusatzstoffe, und spülen damit die ganzen Poren aus und die ganze Oberfläche ab, um eben sicher zu gehen, dass da auch kein Fett und gar nichts mehr drauf ist. Und im Anschluss werden wir das dann konservieren. Hier sieht man, wie das aussieht, wenn wir fertig sind. Das ist hier die Steuerbordseite. Hier haben wir die letzten Wochen gearbeitet. Und hier kann man das ganz gut erahnen. Wir haben gleich mit die Spanten hier und die Außenhaut auch mit konserviert. Hier unten die Spantfüße und das ganze Deck eben in einem schmutzfreundlicheren, dunklen Farbton gehalten. Genau, und so hoffen wir, dass wir da irgendwie in den nächsten Wochen auch da drüben noch fertig werden. Und wir werden dann außerdem noch an den Seiten vom Laderaum, so auf halber Höhe, gibt es noch so größere Versteifungen, wo wir diese Arbeit auch noch mal vor uns haben. Genau, und dann hoffen wir, dass wir fertig werden, bevor Corona vorbei ist.